Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Valheim. Jetzt, wo wir die letzten Tage immer noch so doch sehr gemütlich am Bauen waren, dachte ich mir, versuchen wir heute mal wieder ein bisschen produktiv zu sein. Ich habe nämlich bei uns in den Ebenen nochmal geguckt, was wir da an Koboldbauten haben. Bin noch über ein Dorf gestolpert und über so einen komischen Außenposten von denen. Ich glaube, es waren sogar zwei Dörfer. Und in einem der beiden Dörfer ist definitiv noch so ein komisches Totem. Das hatte ich nämlich gesehen, das leuchtet ja so schön. Und dann werden wir heute mal Totem sammeln gehen. In der Hoffnung, dass wir genug zusammenkriegen. Ich werde mir vorher aber noch mein Schild einmal upgraden. Dafür brauche ich jetzt noch ein paar Ketten von zu Hause. Und ich wollte mir ein paar Pfeile machen. Und zwar hier die guten aus den Nadeln. Dürften das hier... Muss mal gucken, was... Mache ich die an der Werkbank? Die an der Werkbank? Oh, mache ich sie. Oh, Giftpfeile wären aber auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme Giftpfeile. Federn und Nadeln. Mehr nicht. Oh, gut. Das haben wir. Federn, Nadeln. Also erstmal, gib mir mal ein paar Nadeln. Ja, die haben sich schon gesammelt. Ein paar Federn. Ja. Dann machen wir doch mal ein paar Pfeile draus. Erstmal mache ich mal irgendwelche Dinge. Wieso kann ich die jetzt nicht machen? Ah. Gut. Das soll nicht das Problem sein. Dann werde ich da jetzt provisorisch erstmal am neuen Standort mal eine Werkbank wieder aufbauen. Bis auf Stufe 4. Ah, okay. Verdammt. Nee, hier, Hämmerchen. Ich hätte gern was Besseres für meine Werkbank. Feuerstein und Holz. Da sind Feuersteine und das ein bisschen Holz. Ja, okay. Haben wir noch was, was kein Holz kostet? Edel, Holz und Bronze. Und eine Schmiede. Ah! Okay. Edelholz. Das ist jetzt natürlich wieder klar. Ach so, ich habe die Baustelle weitergebaut, fällt mir gerade ein. Das sieht jetzt, bin mir noch nicht ganz sicher, wie gut mir das gefällt. Aber hinten drunter der Holzausbau, Aufbau, der ist jetzt doch etwas größer geworden als erwartet. Habe ja auch schon angefangen, Wand anzuzeichnen. Und habe jetzt beim Bauen übrigens festgestellt, dass diese Eisenträger... absolut krass sind, was die Statik angeht. Das ist übel, wie gut die Dinge halten. Ich konnte jetzt hier das Dach da oben über volle Länge an diesen Eisendingern aufbauen. Das Problem ist, die Dinge haben mir so gut gefallen, dass ich so viel verbaut habe, dass ich gefühlt mein gesamtes Eisen verbraucht habe und nochmal welches nachholen musste. Das war ein bisschen doof. aber ist geil. Hier an der Seite werde ich jetzt hier so längs Fenster machen für ein bisschen Licht und Luft. Dach werde ich jetzt hier in der komplett drüber ziehen. In der Mitte kommt eine Feuerstelle. Über die Einrichtung bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich wollte einmal kurz hier aktueller Stand, Baugerüste, Dach eingezeichnet. Das kommt auch noch weg. Wird langsam, wollte ich damit sagen. Oh, hier. Dann muss ich mir hier mal eine neue Werkbank bauen. Bist du hier überdacht genug, um verwendet zu werden? Ja. Dann. Hättest du gern so ein Dechselding? Ich komme nicht drum rum. Ich brauche Holz. Beziehungsweise, ich habe genug... Nee.
Ups. Moment. Ich habe ja hier genug Baustellengerüste, dass ich mir vielleicht erstmal Holz holen kann. Hier, mach das da mal weg, dann dürfte der Rest zusammenfallen. Spätestens jetzt. Oh, gucke mal. Das Holz aufgetaucht. Hier, da kriegst du noch einen Hackklotz dazu, einen ganz feinen. Deckst du schon? Doch, das war schon mit meinem Holz. Obsidian und Eisen. Ja, das hole ich mir nochmal schnell. Obsidian und Eisen. Eisen, ein bisschen habe ich jetzt noch da. Eisen. Nee, Obsidian. Das habe ich mir natürlich schon wieder nicht gemerkt, wie viel, aber dann nehme ich lieber ein ganzes Deck mit, das passt schon. Obsidian, das ist glaube ich oben in der Kiste. Yeah. Da, Obsi. Sag mal. Edelholz habe ich. Okay, jetzt gucke ich doch nochmal. Bronze ist in Ordnung. Normales Holz brauche ich noch. Boah, wo kriege ich denn das jetzt her? Was kann ich denn hier abreißen, damit ich nochmal an das Holz komme? Ich könnte auf diesen Baumstumpf einprügeln. Da kriege ich schon mal ein bisschen Holz zusammen. Ich habe gerade natürlich wieder gar keins. Komm her! Gut, es gab jetzt zwei Holz. Das ist jetzt nicht so viel. Ah, nochmal zwei Holz. Ja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Komm, hier. Kannst du nochmal auf ein bisschen was davon verzichten? Ach, das war Edelholz, die Dinger. Oh. Na, ich krieg das schon irgendwie improvisiert. Oh. Ja, auch mein Holz ist mir ausgefallen. Ich bin schon zweimal Holzhacken zwischendurch gewesen, aber ist trotzdem alles beim Bauen draufgegangen. Das war schon heftig. Ja. Ja, ist in Ordnung. So. Letzte. Hier. Ah, Mist. Warte, kann ich jetzt trotzdem schon bauen? Ja, sie ist ja schon Stufe 4. Reicht. Reicht vollkommen aus. Dann werde ich hier mal meine Sachen auf den Haufen schmeißen. Oh, dann hätte ich jetzt gern meine Pfeile. Oh, da kann ich, krieg ich schon ordentlich welche zusammen. Das ist ja nett. Machen wir mal zwei Stacks fertig. Wenn es reicht. Ja, reicht locker. Gut. Dann haben wir die. Dann verschieße ich natürlich erstmal die vier Feuersteinpfeile, die wir da noch haben. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich mir irgendwas nochmal in die Kiste schmeiße. Und wir holen nochmal von zu Hause gutes Essen. Hier, Bronze da rein. Hier. Gut. Dann kann ich halt doch noch das andere bauen, das komische Gerbegestell da. Gerbegestell. Nein, kann ich nicht, weil 10 Holz fehlen. Kein Problem. Holz. Dann setze ich das da einfach mal mit rein, dann habe ich zumindest die Aufrüstungsdinger wieder alle zusammen. Gib mir hier gerade so viel Mühe zum Wegräumen. Ah.
Also, dass ich jemals so viel Lederreste hätte, hatte ich am Anfang des Spiels nie erwartet. Okay, ich bringe den Scheiß nach Hause. Da ist auch unser Essen. Können wir uns einmal gut vollfuttern. Denn ich werde mir jetzt einfach das gute Zeug mal rausholen. Oh, erstmal hier ist noch Platz. Hier. Rein, rein, rein. Rein, rein. So. Oh, ich habe irgendwie gedacht, dass ich noch was von diesem Schlangeneintopf habe. Hier, da. Da. Ich hatte doch noch Schlangeneintopf. Oh! Oh, da ist noch ein Totem. Ich bin mir sehr sicher, dass ich noch einen Topf hatte. Ich habe die doch nicht alle gegessen. Ja, ja, mach die Tür zu. Ah! Nehmen wir doch auch einen davon mit. Ketten. Ich wollte mein Schild aufrüsten. Ketten. Ketten, Ketten, Ketten. Sonstiger Mobblut. Hab nicht sonderlich viele Ketten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel upgraden können. Aber wir haben welche. Also dadurch, dass ich jetzt so viel Eisen verbraucht habe, um mein paar Träger fürs Haus zu bauen, komme ich leider auch nicht drum rum, dass ich wirklich nochmal aktiv ein paar mehr Krypten auskratzen muss. Weil ich gehe davon aus, dass ich noch mehr von diesen Balken bauen möchte, weil ich finde die einfach geil. Das ist schon... Oh. So, dann brauche ich hier nochmal ein bisschen was von dem fertigen Schwarzmetall. Hier, gib mir ein Stack. Du trägst so viel. Ja, kein Problem. Stört ja nicht. Oh, sieht schon sehr interessant aus hier. Leben auf einer Baustelle. Ah, ach vorne, das hier mit den Fenstern, das ist so mir spontan als Idee gekommen. Oder wie gefällt es mir? Das ist irgendwie überhaupt nicht Wikinger-Stil, aber es sieht schick aus. Und dann will ich dahinter noch so eine Art Langhaus bauen, was wieder im Wikinger-Stil ist. Ah, mal gucken, was draus wird. Aber ich glaube, das könnte schon richtig gut werden. Ja? Oh, komm ich ran, komm ich ran? Oh. Dann hätte ich gerne ein Upgrade auf mein... Ja, ist okay. Edelholz, Edelholz. So. Upgrade. Aufwerten. Kann ich noch eins machen? Nein, was fehlt? Edelholz. Das fehlt nicht, das habe ich noch. Muss ich nur kurz holen. Ha, kriegt das Schild gleich zwei Upgrades. Geil. Läuft. Jetzt habe ich ja schon wieder so viel Kleinkram gemacht. Das ist schon wieder ja, vielleicht mal eine Viertelstunde. Ich glaube, das wird heute nicht mehr so viel mit den ganzen Totems sammeln. Ja, das Spiel ist schlimm. Man fängt hier so viele Sachen gleichzeitig an, vergisst ständig die Sachen, die man gerade machen wollte. Edelholz. Oh. Ja, so viel Edelholz habe ich aber auch nicht mehr. Aber das ist hier zum Glück in den Ebenen nicht sonderlich kompliziert zu beschaffen. Ist schon mal gut. So. Und wieder zurück zur Baustelle. Hier, gib mir mal mein Metall. UP gerade. Aufwerten. Jawoll. Oh, so. Max-Qualität. Ah, sehr schön. Weg, weg, weg. Schmeißen wir alles auf den Haufen. Das despawnt hoffentlich nicht. Dann essen wir ein. Was macht. Oh. Gesundheit 60.
Okay. Ich glaube, den Schlangeneintopf brauche ich doch nicht. Sachen sind repariert. Hier ist das eine Dorf, was ich gewonnen habe. Hier ist das zweite Dorf. Ich hole euch einfach in dem Dorf gleich wieder dazu. So, dann sind wir auch gleich am Dorf angekommen. Ist es noch mal etwas Zeit vergangen, weil irgendwie bin ich auf dem Weg. Warte mal, das ist nicht das Dorf. Da ist noch so ein kleiner Außenposten. Okay. Das, was ich gerade sagen wollte, ist, ich bin auf dem Weg hier gefühlt wieder in so eine kleine Horde reingerannt mit 10 Kobolden. Ich habe sie leider erst bemerkt, nachdem ich den ersten Speer in mir stecken hatte. Die haben mich dann einfach zerpflückt. Ich hatte bei Knochenwanz noch versucht zu aktivieren, hat grob geklappt. Konnte mich aber nicht am Leben halten, deswegen schon wieder hier jetzt hierher gelaufen. Hat noch einen Ausrufbuff von zu Hause mitgenommen. Neues Essen jetzt gegessen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir jetzt hier kommen. So, weil ich muss noch 6 Minuten darauf warten, dass ich meinen Buff habe. Das ist ein bisschen doof. Ja, aber ja, die wollen ja erstmal Dörfer hier plündern. Beziehungsweise den Außenposten können wir ja eigentlich gleich mitmachen hier. Ach, komm schon. Ja. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ah, geht doch. Oh, wohnt hier noch wer? Da unten ist noch ein Kobold mit Fackel. Headshot. Okay. Ah, Sternchen. Oh, schon beschädigt, das Sternchen. Habe ich den eben getroffen oder war der eben in der Horde dabei? Weil ich bin ja eigentlich vor der Haustür gestorben. Naja. Oh, genau. Trifft mich auch noch. Arschloch. So, du schmeißt Meteoriten nach mir. Das ist ja nicht so nett von dir. Dann stirb doch einfach mal. Oh. In 5 Minuten habe ich auch wieder Knochenwanst. Oh, 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 oh. Nicht so viel auf einmal. Okay, 2 sind in Ordnung. Nur noch einer. Auch gut. Ja. Bisschen langsam vorarbeiten, dann passt das. Oh. Oh. Wo ist der Schamane, der letzte? Das klingt gut. Zack, zack und tot. Oh, doch noch nicht. Das flackst du mich natürlich mit. So, habt ihr hier ein Totem rumfliegen? Nö. Aber ihr habt Gerste, die nehme ich natürlich auch mit. Nett, dass die hier für mich die ganzen Getreidesorten anbauen. Oh, noch mehr Gerste. Gut. Hier, markieren wir mal das Dorf direkt mal als erledigt. Aber wir haben ja eben da den Außenposten noch gesehen. Den schaue ich mir selbstverständlich auch nochmal an. Ah, hier. Ja, passt vom Gewicht und der Menge. Da noch was im Haus drin. Nö, Betten. Das ist in Ordnung, die dürft ihr behalten. Dann schauen wir mal in den Außenposten rein. Ja, auch hier wäre natürlich wieder gut ein Kobold nach dem anderen. Ja, ah, 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 nicht wegrennen.
Habt ihr eure Treppe schon kaputt gemacht? Oh! Totem! Ah, hat sich doch jetzt schon mal gelohnt. Ah, bis einer mit dem Sternchen. So, weg mit dir. Weiter oben war auch noch einer, ne? Ja, du lasst mich ganz toller. Ich find's auch nett, dass du dir einfach dein eigenes Haus hier zerbombst. Und weg. So. Oh, ich habe mir die Kiste schon kaputt gemacht. Jo, okay, du trägst zu viel. Ist in Ordnung. Oh, da ist ja noch einer. Und das überladen. Intelligent von mir. Ach, hier. Ich habe vergessen, den Gürtel auszurüsten. Das ist in Ordnung. Gott, das hat ja jetzt... Das ging ja schnell. Ja, dann können wir eigentlich noch... Hier oben ist noch Dorf und Außenposten. Nee, ich glaube, die machen wir dann beim nächsten Mal zusammen. Beide dann aber auch. Ja, kann ich die eigentlich auch wieder mitnehmen. Wir können aber, wir haben ja jetzt hier zwei Totems dabei, die können wir ja schon mal bei dem werten Herrn Boss auf die Position setzen, wo er sie gerne hätte. So, Schild weg, damit ich schneller laufen kann. Wisst ihr, war ja in diese Richtung hier, ne? Ja, das sieht ja super aus. Obwohl, ich habe jetzt hier noch so viel Nahrung. Gut, dann machen wir das jetzt hier heute mal ein bisschen kürzer und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich mich um Dorf und den anderen Außenposten kümmere. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!